Ja, von Rilsform, welches über Kraupner in Deutschland vertrieben wird, gibt es noch ein weiteres interessantes Teil. Und zwar um den Sturz, hier sieht man es vielleicht gut, einzustellen in 1, 2 und 3 Grad. Und noch den Ausfederweg einzustellen. Beziehungsweise man kann es auch nutzen, um noch die Bodenfreiheit nachzuprüfen, wie hoch das Fahrzeug steht. Gibt es hier ab 17 bis 30 mm kann man das messen in jeweils 1 mm Stufen. Das Ganze ist, wie man sieht, sehr kompakt, sehr flach. Hier gibt es nochmal für die 1 zu 8er Räder, gibt es nochmal für die Achsen, ja, was soll man sagen, eine Teile, die man draufschrauben kann als Ersatz für die Reifen, für die Räder, damit man wirklich genau den Sturz einstellen kann. Weil nicht, dass die Felge nicht richtig drauf ist oder so, dann kann man das damit genauer einstellen. So präsentiert sich das Teil, ziemlich flach, vielleicht 5 mm dick, leicht. Passt in nahezu oder passt eigentlich in jede Werkzeugkiste rein. Am besten ist, man nimmt sich noch eine Tüte, wo man das halt schön transportieren kann. Es gibt ja hier Blistertüten, wo man das wieder reintun kann und leicht transportieren kann und der Kiste verstauen kann. Ja, hier die Teile, können ja mal messen. Die haben hier ein Maß von 111 mm mal ja, 111 mm, also quadratisch. Und können ja einfach nur auf die Achse geschraubt werden. Werden wir gleich mal testen, probieren, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Ja, und hier mit dieser Sturzlehre kann man den Sturz einstellen. 1 Grad, 2 Grad und 3 Grad. Und das werden wir gleich beim Fahrzeug mal nachkontrollieren. Wichtig ist, eine ebene Fläche, nicht wie hier so geriffelt, dass man den Sturz wirklich genau einstellen kann. So, jetzt habe ich mein Auto hingestellt, ein 1 zu 8er. Zu erwähnen wäre noch, das Werkzeug, also diese Einstelllehren sind für 1 zu 8 speziell gemacht und nicht für andere Klassen. Diese Lehre zum Messen des Ausfederwegs, beziehungsweise hier nicht zum Ausfederwegs, zur Bodenfreiheitmessung, kann man das auch für andere Maßstäbe nehmen. Aber speziell für 1 zu 8 kann man die hier drunter schieben und hier sieht man, wie viel Bodenfreiheit hat. So, einfach drunter schieben, gucken, hier sieht man 29 mm. Also habe ich hier jetzt eine Bodenfreiheit von 29 mm. Das gleiche kann ich an der Vorderachse machen. Oder an der Seite, von der Seite vom Chassis. Also lässt sich das gut einstellen. Hier einfach Rändelmutter drehen und kann man das nochmal individuell einstellen. Ja, mein Board war leider nicht so groß. Also hier vorne beachten, für 1 zu 8 solltet ihr euch eine große Platte holen, damit das Fahrzeug komplett drauf passt. So, und dann gibt es hier diese schöne Leere. Und jetzt kann man hier den Sturz nachmessen. Hier steht 2 Grad, also habe ich hier auch 2 Grad und kommt genau hin. Genauso wie es sein soll, beziehungsweise wenn man es halt so haben möchte. Jetzt dreht man das paar Mal und misst das Ganze auf verschiedenen Punkten. Weil kann ja auch sein, dass die Achse oder die Felge nicht ganz rund laufen. Und hier sieht man schon, hier unten ein bisschen Luft, also stimmt hier das Maß jetzt erstmal nicht, also die 2 Grad. Gehen wir mal auf 1 Grad. Das kommt schon fast hin. Wenn man jetzt hier immer die Zahl, wenn man die sieht, diese Gradzahl ist eingestellt und hier 3 Grad passt natürlich überhaupt nicht. Also ist viel weniger Sturz. Dreht man weiter, man 2 Grad, dreht man hier hin, kommt auf die 1 Grad nicht ganz, aber fast hin. Das sind jetzt feste Werte von 1, 2 und 3 Grad, also nichts mit hier kommt es auch nicht hin, das sind auch keine 0 Grad.
Also wie gesagt, diese Werte gibt es, 3 Grad, 2 Grad und 1 Grad, also in vollen Gradschritten und nicht jetzt, wer halt 1,5 einstellen will, das geht natürlich nicht. So, und am besten ist, wenn wir den Reifen abschrauben, also die Felge abschrauben, und jetzt die vier Teile montieren. Können wir ja mal gucken, wie das so von der Höhe passen soll, passt. Kommt ungefähr hin mit dem Reifendurchmesser. Also es ist kein Problem, wenn man jetzt den Schlutz einstellt, dass das auch mit den Reifen funktioniert. Nicht, dass man jetzt eine kleinere Leere hat und auf einmal nur noch diese Bodenfreiheit und dann wundert man sich, dass der Sturz mit dem Reifen nicht funktioniert, also nicht stimmt. Hier, die passt genau drauf. Also hat man sich an die, hat man gleich den richtigen Innendurchmesser. Und jetzt schauen wir mal. Hier ist ein bisschen Luft dazwischen. Also nehmen wir sicherheitshalber 2. Jetzt sowieso sinnvoll wäre natürlich auf allen vier Achsen die drauf zu machen. Da das aber jetzt nicht geht von der Dicke, entweder nimmt man hier eine Unterlegscheibe oder wir nutzen einfach ein zweites Teil und setzen das hier drauf und fixieren das. Danach machen wir das noch auf der anderen Seite. Werden wir jetzt mal hier in dem kurzen Video nicht machen. Also normalerweise wäre es sinnvoll, auf beiden Seiten diese Setup-Teile drauf zu schrauben. So, und jetzt können wir den Sturz nachprüfen. Gucken wir mal hier bei 3 Grad. Wenn wir von und hinten machen, beziehungsweise auch hier, das passt hier wunderschön durch. Hat man schön ausgefräst, beziehungsweise hier ausgeklinkt. Kommt hier schön an der Radmutter vorbei. Und wir haben hier 3 Grad Sturz auf dem Fahrzeug. Wir können mal gucken bei 2 Grad. Ja, da sieht man, da ist ein bisschen Luft, also stimmt das nicht. Und bei 1 Grad wird es natürlich wesentlich mehr. Und 3 Grad passt. Wie gesagt, sinnvoll ist auf beiden Seiten zu machen. Nicht, dass das Auto jetzt durch den Reifen etwas nach unten gedrückt wird und schief steht. Dann hat man das gleich im richtigen Winkel eingestellt. Und jetzt kann man auch gleichzeitig die Bodenfreiheit prüfen. Aber sinnvoller ist das nun wieder mit dem Reifen zu machen, als jetzt, wenn die leeren drauf sind. So, und das Ganze ist für 1 zu 8 geeignet. Ist von Raceform, wie gesagt, in Deutschland von Graupner vertrieben. Unter der Nummer erhältlich. Ja, dann viel Spaß damit. Und wie gesagt, nochmal erwähnt, wenn man das hier schön zusammenlegt, ist das Ganze schön flach gehalten. Passt also Folie rein, passt schön in jede Werkzeugkiste.